Lange haben Landwirte und Lohnunternehmer darauf gewartet. Jetzt ist sie da. Die neue 800er Baureihe von Fendt. Marketingdirektor Roland Schmidt erklärt uns, wo die Baureihe angesiedelt ist und was die neuen Traktoren technisch zu bieten haben. Die neuen 800er von Fendt sind die Antwort in einem schnell wachsenden Leistungsbereich zwischen 200 und 280 PS. Sie sind eine neue zusätzliche Baureihe mit 5 Modellen über den bekannten Topsellern 818 und 820 Vario. Und die neuen Typen schließen oben dann nahtlos an die 900er Baureihe. Und mit den neuen 800ern führt Fendt ein komplett neu überarbeitetes Bedienkonzept an. Dieses Bedienkonzept sehen wir uns jetzt im Detail in der Kabine an. Also das sind hier die Bedienelemente auf der Multifunktionsarmlehne, die aus den 900er bekannt sind. Das hier ist der Multifunktionsfahrhebel. Danach kommt auf der rechten Seite der Kreuzschalthebel und hier das Kombi-Bedieninstrument für den Heckkraftheber und für den Frontkraftheber. Neu ist jetzt bei der 800er Baureihe, dass es neben der Power, den Power-Typen und den Profi-Typen eine sogenannte Profi-Plus-Variante gibt. Und hier sehen wir das eingesetzte Terminal, das ich auf der einen Seite über Touch bedienen kann. Man sieht es hier, den Bildaufbau über eine Berührung und entsprechend alternativ über den sicheren Griff, hier auch über das Drehrad dann entsprechend alle Funktionen ansteuern und entsprechend einstellen kann. Mit der Version Profi Plus, wo wir jetzt das große Terminal verbaut haben, ist es möglich, dass wir neben den Schleppereinstellungen auch das komplette Guidance-System, nämlich das Vario Guide, hier drüber bedienen können. Wir können darüber hinaus das Dokumentationssystem Vario Doc bedienen und wir sind in der Lage, ISO-fähige Anbaugeräte über Touch oder über die Funktionstasten entsprechend anzusteuern. Am Heckkraftheber stemmt der 800er maximal 11.100 Kilogramm. Insgesamt sind bis zu 8 elektronische Proportionalventile möglich. Ab der Profi-Version ist der Frontkraftheber serienmäßig. Unter der Haube arbeitet die neueste Motorentechnologie von Deutz. Die integrierte AdBlue-Technologie sorgt für einen reduzierten Stickoxid- und Partikelausstoß. Neu ist auch die serienmäßige Vorderachsfederung mit automatischer Niveauregulierung. Das Fendt Stability Control System sorgt für Seitenstabilisierung bei Kurvenfahrten. Wie ihre großen Geschwister sind die neuen 800er Traktoren bis zu 60 km/h schnell. Mit 3 Ausstattungsvarianten und 5 Modellen im Leistungsbereich von 200 bis 280 PS geht Fendt Mitte 2010 an den Start. Die beiden kompakten Großtraktoren 818 und 820 Vario bleiben bis auf Weiteres im Programm.